So, ich habe den nächsten fertig, den Sherman 3 Stufe 5. Das ist ein britischer Panzer, mittlerweile bei den Sammlerfahrzeugen zu finden. Ist eigentlich vom Prinzip her nichts anderes wie der M4 Sherman von den Amis. Er sieht nur ein bisschen anders aus. Ich mache mal hier die Tarnung runter. Dann lässt sich das besser erkennen. So, wenn man sich den anguckt, dann hat er eine eckige Wanne und der Sherman. Da ist er. Der Sherman ist abgerundet, wie man sehen kann. Hier eine runde Wanne. Also der Panzer sieht ein wenig anders aus. Der Sherman 3 sieht dann von der Optik eher so aus wie die, kurz die Amis, zum Beispiel der Fury oder der Jumbo. Dann gibt es noch den Easy 8, den habe ich aber momentan nicht in der Garage, den muss ich erst wieder kaufen. Thunderbolt. Also die ganzen Shermans, die da eine eckige Wanne haben. Das liegt beim, wo ist er? Hier. Beim Sherman 3 da dran, wenn man den Daten glauben darf, die hier drin stehen, dass das ein M4 A2 ist, der von den Amis an die Briten ausgeliefert wurde. Also es ist nicht mehr der A1, es ist schon eine Weiterentwicklung vom M4 A1 Sherman, also dem Amerikaner. Und die Briten haben den Panzer effektiv im Zweiten Weltkrieg gestellt bekommen, um gegen die Deutschen zu kämpfen. Ich habe den Panzer jetzt in dem Falle komplett mit der Derp Gun gedreimarkt. Es gibt aber bei dem Panzer haufenweise alternative Kanonen. Die hier funktioniert 110 Pen, 180 Pen auf APCR, also 110 auf AP, 180 auf APCR. Dann hat er aber nur 75 Alpha Damage, relativ ungenau, aber eine gute Zielerfassungszeit. Die 76 mm M1A1 Kanone, 128 Pen auf AP, 149 auf APCR. Also die drei Kanonen zur Derp Gun würde ich hier als spielbar nehmen. Die anderen sind dann ja von der Performance her einfach nicht ausreichend, meiner Meinung nach. Der Sherman ist basically, oder ja, es ist meine Englischkrankheit, also ich, ja, sorry, falls es immer mal wieder passiert und mir es nicht auffällt. Da ich privat relativ viel mit Englisch zu tun habe, kann das passieren, dass sich bei mir immer wieder Englisch mit reinschleicht und ich merke das gar nicht. Also vom Grund auf her ist der Panzer von der Spielweise identisch wie der M4 A1 und ähnlich wie der Panzer 4H mit der Derp Gun. Er ist nicht vergleichbar mit dem G1R, diesem Franzosen-Derp-Gerät, weil er einfach mobiler ist. Von der Feuerkraft her, so in dem Setup jetzt 410 Average Damage bei einem HE-Durchschlag, 6,85 Sekunden Ladegeschwindigkeit, 10 Grad Gun Depression. 1,94 Sekunden Zielerfassungszeit, 0,48 Genauigkeit und 3591 dpm Schaden pro Minute. Der ist aber nur realisierbar, wenn ihr mehr oder weniger mit jedem HE-Schuss einen Durchschlag erzielt. Von dem her ist es eher ein theoretischer Wert als ein praktischer Wert, weil ihr werdet seltenst in einem Gefecht die Wahrscheinlichkeit oder die Möglichkeit haben, so viel HE-Durchschläge zu erzielen mit Heat. Also hier habt ihr 53 mm Pen auf der HE und dann diese 410 Average Damage und ihr habt 102 mm Pen auf der Heat und die hat dann 350 Average Damage. Die Überlebensfähigkeit
Er hat relativ wenig Hitpoints, 610. Das scheint irgendwie so eine Krankheit bei denen zu sein. Also der eine oder andere Panzer, der reißt komplett aus, was die Hitpoints angeht. Ich glaube, die Matilda 4 war das mit 800 Hitpoints. Ja, Matilda 4, 800 Hitpoints. Der war nicht dabei. Ich weiß aber, dass es noch einen gab. Hier der Ram 2, auch 800 Hitpoints. Also wie genau das gebalanced wird, weiß ich nicht. Panzerung ist okay, ihr könnt den schönen Halldown spielen. Angewinkelt prallt an der Wanne sogar manchmal was ab, aber im Regelfall kann man sich da nicht drauf verlassen. Wenn, dann sind es Vierer, die abprallen von der Mobilität her. Ne? In dem Setup, wie ich jetzt gespielt habe, wiegt er 30,79 Tonnen, maximal 34, 48 km/h vorwärts, 18 rückwärts und 44,9 Grad Wendegeschwindigkeit. Also der Panzer ist relativ mobil, lässt sich angenehm spielen. Tarnungswerte sind bescheiden. Ist ein relativ großer Panzer. Und na, die Sichtweite jetzt in dem Setup 432 Meter. Ich habe hier den ersten Sichtberg auf, also den Speer habe ich auf 92% und die Weitsicht habe ich auf 100%. Also viel mehr Sichtweite kommt dann auch nicht mehr, außer ihr packt noch Optiken rein. Und den Pudding und Tee habe ich schon drin. Die Crew ist, glaube ich, die Crew aus meinem Cromwell B. Der hat bei mir eine eigene Crew, die habe ich. Ich weiß gar nicht, ob ich die aus einem anderen Panzer rausgenommen habe. Das kann gut sein, dass das mal ursprünglich die Crew vom Comet war. Den Comet hatte ich noch relativ lange in der Garage, habe ihn aber nicht mehr gespielt, nachdem ich den gegrindet habe. Kann aber auch sein, dass ich diese Besatzung einfach aus irgendwelchen restlichen Briten zusammengesetzt habe und sie dann auf den Cromwell B gepackt habe. Weil den Cromwell B, glaube ich, habe ich an sich nicht so oft gespielt. Ich mag ihn nämlich nicht sonderlich, sagen wir es mal so. Ich habe hier die erbeutete Lüftung, erbeuteten Waffenrichtantrieb und den erbeuteten Ansetzer drinne. Das ist vom Prinzip her das ganz normale Setup. Ich würde ihn auch, wenn ihr jetzt kein erbeutetes Zubehör habt, dann würde ich auch trotzdem empfehlen, das einzubauen, selbst wenn ihr nur, in Anführungsstrichen, nur das normale Zubehör habt, weil das tut's. Der Panzer ist, ich würde mal sagen, einfach zu drei Marken. Ich habe massiv Probleme gehabt. Das lag aber nicht am Panzer, das lag an mir selber. Das hat den einfachen Hintergrund, dass ich jobtechnisch in eine andere Abteilung gewechselt habe. Ich arbeite in der Automobilproduktion, sagen wir es mal so. Heißt, ich musste enorm viele neue Arbeitsplätze lernen. Das ist so mein eigener Anspruch. Ich will immer versuchen, so viel es geht zu lernen. Und bei der Auswahl an Fahrzeugen und Fahrzeugvariationen ist es natürlich erstmal unwahrscheinlich viel Input. Dazu ist es auch körperlich fordernd, sagen wir es mal so, woraus dann resultiert hat, dass ich einfach, wenn ich abends nach Hause gekommen bin oder je nachdem, welche Schicht ich habe, ob es dann nachmittags oder nach der Spätschicht ist, dass ich dann einfach, ich würde mal sagen, ausgebrannt bin. Und das habe ich auch ganz massiv im Gameplay gemerkt. Ich habe enorm viele Fehler gemacht, viele falsche Entscheidungen getroffen, was mich dann unwahrscheinlich verzögert hat in der Gunmark. Ich denke mal, der Panzer, der wäre easy um die 100 Gefechte zu marken gewesen. Ich habe, glaube ich, 150 gebraucht oder noch mehr. Also da kann man dann 177, noch viel mehr. Also da kann man dann schon sehen, dass das massive Auswirkungen auf die Spielperformance zumindest bei mir hatte. Ich habe massive Probleme gehabt. Und habe dann auch irgendwann gesagt, nee, ich knick das jetzt hier.
Ich warte, bis ich mich da so ein bisschen in der Arbeit akklimatisiert habe, bis ich dann mal ein bisschen den Dreh raus habe, sagen wir es mal so. Und dann auch, wenn ich mich an den PC setze und das Spiel spiele, den Kopf dafür habe. Und das hat sich dann jetzt auch ausgezahlt. Ich habe den Panzer hingestellt und nicht mehr gespielt bei, ich glaube, 88%. Und von 88% auf von 88% auf 95 habe ich gebraucht 15 oder 16 Gefechte. Also das ist einfach mal so, um zu verdeutlichen, dass es halt auch die eigene Verfassung, wie fühlt man sich, dass es bei sowas mit reinspielt. Den Preis, den habe ich dann mehr oder weniger gezahlt und meine Sturheit hat am Anfang noch gesagt, nein, das muss gehen, das muss gehen. Das ist nur ein Fünfer, aber es geht nicht, wenn dir die Konzentration einfach fehlt. Dann ist es vollkommen egal, auf welcher Stufe du spielst, dann bringst du nicht die Performance, die du dir gerne wünschst. Ich habe ihn jetzt noch die letzten drei Gefechte gespielt. Hat er auf die letzten drei Gefechte einen Durchschnittsschaden von 1468 und 1425 Assist. Das heißt also, im kombiniert habe ich fast 2900 kombinierten Damage gemacht auf die letzten drei Gefechte jetzt. Das ist dann halt wieder so ein Ding, wie es aussehen kann, wenn man mit der Birne dabei ist. Ja, wirklich viel mehr gibt es nicht dazu zu sagen. Es ist wirklich nur in Anführungsstrichen ein weiterer Sherman mit einer Derp Gun. Und damit würde ich sagen, wir gehen in die Replays von Gunmarks 1 bis 3. Ich habe alle drei Replays, weil als ich die Linien gegrindet habe, durch das, dass ich schon relativ lange in WoT unterwegs bin, gab es den Panzer überhaupt nicht im Spiel. Den habe ich jetzt auch nur wegen der 3-Markerei gekauft. Hätte ich mir aber eigentlich auch sparen können, weil es ist vom Prinzip her, es ist der Sherman der M4A1. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal in Replay Nummer 1 für Gunmark Nummer 1. Ja, dank Mikropatch bzw. dem Waffenträger-Event sind mir diverse Replays flöten gegangen. Das ist jetzt nicht Replay für Gunmark Nummer 1. Wie man sehen kann, habe ich hier schon die Gunmark Nummer 1. Das ist Replay für Gunmark Nummer 2. Weil, ja, muss man ganz groß sagen, dank dem Mikropatch oder dank dem Patch für das Waffenträger auf E110 oder wie auch immer sich das nennt, sind mir alle drei Replays für die Covenanter Gunmarkerei flöten gegangen. Und ja, die erste Gunmark auf dem Sherman 3. Karte ist Flugplatz. Fünfer Game. Bisschen spotten kann. Direkt Heat vorgeladen, weil ich eigentlich hier damit gerechnet habe, irgend paar weiche Jungs zu erwischen. Dafür gab es jetzt erstes Mal 430 Spot auf dem Chevy. Bevor ich rangekommen bin. Chinu ist auch ein super Panzer für Derp Guns. Den kann man mit HE durchschlagen. Wir sehen, kann jetzt umgeladen auf HE.
warte, bis der Excelsior an dem Flugzeug vorbei ist, weil meine HE im Flugzeug hängen bleibt. ELC weiß ich, ist auch penetrierbar mit HE. Über Snapshot rausgeholt. Geguckt, ob ich noch mal an den M4 rankomme. Bisschen spotten. Muss man halt immer mit der HE drauf achten, dass da keine Hindernisse im Weg sind, wie Zaunpfosten, Mauern oder sonstiges. Und wie gesagt, im Gegensatz zu APCR geht die HE und Heat-Munition durch sowas nicht durch. Die bleibt drinnen hängen. Sagen, relativ verhaltenes Gameplay. Beide gegnerischen Artis aufgeklärt. Ich glaube, die Runde war an der Stelle auch schon gelaufen. Also roundabout. Beziehungsweise jetzt sind wir bei knapp 2000 kombinierten Schaden. Klassischer Arti-Spielzug. Solange sie irgendwo vom Ende der Karte klicken können, spielen sie mit. Wenn sie kämpfen müssen, gehen sie sich ersaufen. So, das war Gunmark Numero 2. Wie man hier sehen kann. Zweite Gunmark, 30.000 Credits, 1163 Erfahrungen im Teamscore auf dem zweiten Platz gelandet mit 775 Erfahrung, 975 Schaden und 2 Kills. Detaillierter Bericht, 7 Mal geschossen, 6 Treffer, 2 Durchschläge. Und dazu kamen noch 4 aufgeklärte Gegner und 940 Assist. Knappe 1,9 Kilometer gefahren. Wie gesagt, oder wie gehabt, auf die Credits gehe ich nicht ein, weil die meistens nicht stimmen. Und damit gehen wir direkt zu Gunmark Nummer 3. So, dritte Gunmark ist ein 6er Game auf Geister statt Begegnungsgefecht. Ich informiere hier, wie man sehen kann, unten direkt mein Team, dass ich diese Buschreihe hier nutzen werde. Bitte um Hilfe. Und schreib auch nochmal in den Chat. Müsste jetzt gleich kommen. I will spot. Und pinge nochmals die Reihe an. Um einfach das Gegnerteam darauf, das eigene Team darauf hinzuweisen, dass ich die Gegner hier in der Querfahrt spotten werde. Ist natürlich immer ein riskanter Move, weil die Möglichkeit besteht, dass im Gegnerteam einer genauso clever ist
und da reinfährt, was dann im Regelfall damit endet, dass man zurückgeht in die Garage. Der daraus resultierende Shootout verläuft im Regelfall nicht gut, weil es ist ja dann nicht nur der Panzer, dem man gegenübersteht, sondern das ganze Gegnerteam oder das Gegnerteam, was in Reichweite ist, was dann auf einen schießen kann. So, aufgeklärt habe ich hier ausreichend. Nur mit dem Assist Damage klappt es noch nicht so gut. Jetzt habe ich hier den Wolverine aufgeklärt. Darauf reagiere ich auch direkt und werde euch auch dazu sagen, warum ich das getan habe. Ich fahre jetzt direkt nach vorne, bin jetzt sehr vorsichtig, dass ich die Büsche nicht verlasse. Weiter, weiter, weiter. Und bleibe hier stehen. Aus dem einfachen Grund. Ich habe jetzt hier keinen Doppelbusch mehr vor mir. Das heißt, wenn sich dieser Wolverine hier bewegt, kläre ich ihn sofort auf und mein eigenes Team kann ihn da rausnehmen. Ich kläre weiterhin hier drüben auf. Hier wird aufgeklärt von mir. Und ich sehe auch noch alles, was vor mir passiert. Das war der Grund dafür, warum ich jetzt vorsichtig vorgefahren bin. Man sehen kann, hier immer rundum Acht geben, was passiert. Schnell auf den Flakbus reagiert, geguckt, was der treibt. Aber es ist passives Gameplay in der Situation, weil der Wolverine noch links neben mir ist. Und ebenso wie ich ihn aufkläre, wenn er sich bewegt, aus den Büschen raus oder anfängt zu schießen, klärt er mich auch auf, wenn ich mich bewege oder anfange zu schießen. So, jetzt ist er rausgefahren. Ich habe ihn direkt wieder aufgeklärt und im Hintergrund noch den Valiant. Gleich wieder darauf reagiert. Komme jetzt hier auch den Assist auf den Wolverine. Gerade mitgekriegt, dass sich der Flakbus bewegt. Direkt geguckt, wo er hinfährt, was er tut. So, Wolverine und Valiant sind beide raus. Und in der Situation war ich dann am Überlegen und habe mich dazu entschieden, jetzt weiter vorzufahren. Wie man sehen kann, lade ich jetzt um auf Heat. Für mich jetzt der passive Teil vom Match vorbei ist, nach 2411 Spotting, sichtbarem Spotting. Und ich habe mich dazu entschieden, jetzt hier noch Damage zu machen. Ich bin noch Full HP, ich kann also noch HP traden. Mir auch den Einschuss bewusst genommen. VK zeigt mir hier noch mal das Heck. Da geht auch noch eine Heat rein. Mein primäres Ziel war aber eigentlich der KV-1. An dem wollte ich mich vergnügen. Der fährt jetzt zurück, zeigt mir den Weak Spot auf der oberen Frontplatte. Und da schraube ich ihn dann direkt noch einen rein. Hier war mein Plan, an den KV-2 ranzukommen. Der fährt jetzt aber vor. Jetzt noch geguckt, ob ich den VK vielleicht rausnehmen kann. Aber der KV-2 ist hier mein Ziel. Da will ich die Su-1 und Y unterstützen, weil der KV-2 kann die Su-1 und Y one-shotten. Selber schon oft genug gemacht.
So, Hellcat direkt zurückgezogen, dass er kein Schussfeld auf mich kriegt, und lade um auf HE. Hellcat ist mit HE durchschlagbar. VK ist auch der One-Shot mit HE. Aber da geht der Schuss knapp drüber. Nutze jetzt hier das Hellcat, pack als Deckung. Den Schuss nehme ich mir und bin jetzt bewusst neben den M10 gefahren, weil ich ihn von der Seite mit HE durchschlagen kann. Und damit ist die Runde durch. Willkommen zum Kampfbericht. So, Überlegenheitsabzeichen. Ne, nicht Überlegenheitsabzeichen. Gernmark Nummer 3, Überlegenheitsabzeichen, erste Klasse. Das müsste der Wächter und Aufklärer sein. Im Teamscore mit 1191 Schaden, 2 Kills, 1028 Basiserfahrung den ersten Platz gemacht. 6 Mal geschossen, 5 Treffer, 5 Durchschläge. Ein Schuss ging vorbei, das wäre dann in VK. Der war aber auch nicht voll gezielt, das war mehr oder weniger ein Snapshot. 11 Gegner aufgeklärt, 2600 Assists bekommen, ein bisschen mehr als 1,1 Kilometer gefahren. Und das war die Gunmark Nummer 3 auf dem Sherman 3. Mir tut es leid, dass jetzt das Replay von der ersten Gunmark fehlt. Kann ich aber leider nicht ändern, weil die Replay-File ist nicht mehr abspielbar durch dieses Waffenträger-Event. Ich habe das Replay hochgeladen. Hier müsste es drin sein. Da ist es. Das war die erste Gunmark und ein Panzerass. Da hatte ich 2046 Schaden, 6 Kills, 1255 Basiserfahrung, und zu den 2046 Schaden kam noch 1194 Assist. Das war ein 6er Match, wie man hier sehen kann. T-34-85M, Bretagne Panther. Das ist, glaube ich, ein Jagdpanzer. Ne, ja, das ist ein Hetzer, okay. KV-85, Jagdpanzer 4. Also es ist auf jeden Fall ein 6er Match, wie man ja nachvollziehen kann. Oder es war eins, aber wie gesagt, sorry. Lässt sich für mich nicht ändern. Da ist das Waffenträger-Event mit dem verbundenen Patch dazwischen gekommen und hat mehr oder weniger die Replay-Files torpediert. Tja, in diesem Sinne hoffe ich, dass ihr euch trotzdem irgendwas rausziehen konntet, was für euch hilfreich ist, oder Spielzüge, Kartenpositionen gesehen habt, wo ihr sagt, ja, kann ich auch mal versuchen. Spitze, jetzt fängt es an zu regnen. Ich hoffe mal, das hört man auf dem Video nicht. Weil mein Mikrofon, was sowas angeht, recht feinfühlig ist. Na gut, nichtsdestotrotz. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht anzuschauen. Wenn dem so ist, würde es mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, einfach in die Kommentare schreiben. Und ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Spielen und melde mich ab.